Samsung Galaxy S5 beziehungsweise SMG 900F mit einem Touchscreen-Schaden. Display funktioniert noch. Funktioniert auch noch so, dass man wirklich mit diesem Display noch eigentlich kommunizieren kann. Egal, wo man hinklickt. Wir gehen mal ins Menü direkt rein. Selbst hier oben kann man wunderbar ran. Wir können auch die Leiste runterholen. Wir können sogar noch mehr. Gehen wir rein. Jetzt machen wir mal zwei Systeme. Eins funktioniert. Und sogar die Zahlen. Funktioniert auch. So, um das Ganze mal ein bisschen schicker zu gestalten, nutzen wir ein nagelneues Display. Sieht so aus. Besonderheit, wie ich finde, ist, dass wir, da ja das bei Samsung so ist, dass wir dann leer brauchen, haben wir hier direkt in dem Bereich bis hier runter, haben wir direkt eine Klebeinheit schon dran. Das heißt, wir müssen kein wie sowas hier, wir müssen sowas in der Art, müssen wir nicht im Mittelcover in diesem sozusagen reinpressen und schauen, passt oder passt es nicht. Das ist dann im Übrigen noch das Mittelcover, weil es rankommt. Nagelneu, weil bei diesen sehen wir schon allein hier ordentlich schon gelitten, der Chromrahmen. So, um das Ganze einigermaßen zu gestalten, wir schalten es aus. So, Separator, um das Display zu entfernen, haben wir auf 90 Grad gestellt. Wird also somit ordentlich erhitzt. Backcover. Akku. Zwischendurch. Wir haben dann auch hier wundervolles Werkzeug bei diesem Display dazu bekommen. Was wir auch benötigen. Schraubenzieher. Schauen wir dann. Wir haben einmal den normalen, wie wir sehen können, normalen Schlitz. Wir haben einen kleinen. Man sieht schlecht. Das wäre jetzt der Kreuzer, ein kleiner. Da war dann schon mal hier direkt. Da haben wir eine kleine Kreuz. Hier zwei. Und dann haben wir noch hier. Man sieht es jetzt schlecht. Turkser. Einen Turkser. Ohne Größenangabe jedenfalls zumindest, dass wir dann innen drin noch was wegbekommen. So. Und diese zwei Schrauber. Plus das. Weil wir das Display noch wegbekommen müssen, sowie innen drin, um das Mittelcover wechseln zu können. So, zuerst mal lösen wir die Schrauben. Die eine Schraube hier, wie es manche sicherlich schon kennen werden. Wir gehen mal etwas vorsichtig ran. Check, check. So, hier kommen wir an das Flexband des Home-Buttons. Check. Machen wir jetzt noch nicht ab, bevor erstmal was abgeht. Wir lösen noch die anderen Schrauben erstmal. Zwischendurch. Ich weiß nicht, ob man es schon weiß, ob es schon rumgegangen ist. Das S5 hat ja so einen besonderen Basisstecker. Ich zeige den mal ganz kurz. Ist dieser, wir kennen den. Ist dieser. Ich weiß nicht, ob es schon jemand ausprobiert hat. Der kann auch mit einem normalen
Micro-USB-Kabel geladen werden. Sprich, ihr braucht nicht unbedingt das eigentliche, was dann beide Abteilungen bestückt, sondern mit so einem funktioniert es auch. Zack. Und lädt sogar. Ist nur ein Hinweis, ich weiß nicht, ob man, ob es schon rumgegangen ist und man denkt, Mensch, dieser Lader ist ja etwas teuer. Man kann es, wie gesagt, auch mit diesem Micro-USB laden und funktioniert sogar. So, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt, da wir hier nichts weiter machen können, diese ganze Einheit machen wir ab. 90 Grad Separator. Legen wir etwas länger drauf. Lassen wir richtig schön erhitzen. Display kann man dann in dem Sinne nachträglich ja nochmal nutzen. Ist ja noch funktionsfähig. Dauert immer ein wenig. Nebenbei, wenn ihr dieses Display dann verwendet, Schutzfolie 1 für das Flexband. Hier unten dann haben wir das nächste dann, das ist hier und dann hier unten nochmal. Der Bereich ist ebenfalls nochmal, wie das aussieht, mit einer Folie bestückt. Macht in dem Bereich hier langsam. Ich habe hier ein Display, das war jetzt nicht gleich parat, aber wenn ihr dieses Stück hier oben des Öfteren rumbiegt, kann es dann irgendwann sein, dass das Display flackert, weil dann ganz einfach die Flussbänder, die drin sind, sausensibel, die dann irgendwann ausgebraucht sind. Und hinzu, wenn ihr das ganze Display dann einbaut, seid insofern vorsichtig, das Klebeband hier, der ganze Teil, ist für meine Sache, auch wenn es das nicht gibt, ein 4M Klebeband. Ich hatte schon mal ein S5 beklebt, hielt sau stark, also da war dann gar nichts und man konnte es auch nicht mehr normal irgendwie abmachen. Da wären dann wahrscheinlich 100 Grad erforderlich gewesen. Ist also ordentlich klebend, kann man nichts sagen. Und dann passt mir auf, das Teil hier, der Home-Button-Konnektor, das Steckteil, muss vorher, wie gesagt, durchgezogen werden. Wenn das nicht steckt, habt ihr keine Möglichkeit, den Home-Button zu bedienen und es gibt auch keine Möglichkeit, wenn es klebt, dann nochmal abzumachen und zu friemeln. Ihr macht euch da mehr Arbeit. Ganz in Ruhe dann, damit sich die Sache auch wirklich lohnt. So, wir probieren das Ganze jetzt mal. Ordentlich heiß ist es. So, ich nehme mal den kleinen. Setz mal an. Es kann natürlich sein, dass es wie hier jetzt ein bisschen alles abgeht. Das ist aber eigentlich nicht das Problem, denn man könnte ja einen neuen Touchscreen bzw. Touchglas ranmachen. Also insofern, wenn das wie bei euch jetzt hier wie bei mir leicht auseinanderfällt, keinen Stress machen. Wir können dann sogar noch mal wenn ihr es gegebenenfalls sogar hört, wie es sich ablöst, wie hier, das ist eine saubere Sache, nicht zu viel Druck anwenden, weil das Display selber sausensibel ist, wenn es natürlich platzt, okay. Mal sehen, dass wir die Stücke hier noch rausbekommen. Wenn die natürlich so rausgehen, noch mit, das ist auch kein Problem.
Also solltet nur aufpassen, wie bei dem Stück jetzt hier, dass wirklich der Kleber ist sehr hartnäckig. Soll ja auch halten. So. Zwischendurch gehe ich mit einem Spezialwerkzeug mal hier richtig rein. Wenn ihr drunter seid, wie ich jetzt hier, niemals zu hoch von der Kraft her ansetzen. Wenn es die Split durch sein sollte, das werden wir dann gleich probieren, ist es halt durch. Setzen den jetzt noch mal ran an der Heizung. Wir probieren das aber dann noch mal, ob das Display noch funktionsfähig ist oder nicht. Ansonsten haben wir ja das neue gleich da. Direkt die Scheibe wird nicht gewechselt, weil wir sehen das hier, wie dünn das ist. Wir könnten es an den Separator ansetzen, zwischen 90 und 100 Grad, inklusive dann eines ganz dünnen Drahtes ansetzen. Aber wenn ihr einmal ein Flexband beschädigt, bringt euch die ganze Sache auch nichts mehr. Der Kleber, der drauf ist, dürfte nicht der gleiche sein wie bei dem S3. Und das Entfernen könnte doch Flecken geben. So, probieren das nochmal. Wir sehen jetzt hier sogar, ich mache das jetzt mal hier ein Stück ab, wie doch sich einige Glasscherben hier entfernen lassen würden. Wenn man es denn sieht, ich mache mir hier gar nicht weiter. Sonst habe ich dann nur noch den Touch in der Hand. Es kann natürlich sein, wie jetzt hier in dem Fall. Weil, ja, das Display ist jetzt durch. Ich zeige das mal ganz kurz, wie das jetzt aussieht. Etwas lustig. Vorausgesetzt, es geht rein. Das kann natürlich auch sein durch die Hitze jetzt, dass er sich sagt, mag ich jetzt gar nicht. Ist auf jeden Fall jetzt durch. Das heißt, wir können jetzt das Display direkt ausheben, ohne dass wir jetzt sagen können müssten. Wir können es noch nutzen, das sieht man jetzt hier wunderbar. Vielleicht sieht man was. Man dürfte es sehen können, dass es leicht im Display jetzt ein Punkt ist, der besagt, ist also wie gesagt ganz eine Sache mit viel Glück.
So, zwischendurch, den Teil, ist jetzt eh nichts mehr groß machbar, außer dass wir das dann vielleicht abmachen könnten. Machen wir jetzt ab. Und dazu, dass das Display jetzt eh beschädigt ist, groß, ziehen wir es jetzt direkt hoch. Grundmitte dazu dürfte es sein, das werden wir gleich merken. Ja, das Display an sich haftet ordentlich. Genau, der Grund ist ganz einfach. Erst einmal das. Check, check. All das, also wir haben jetzt hier, wie gesagt, das den Kleber ordentlich stark haftend. So, dazu genau, man sieht es jetzt hier schlecht. In dem Bereich ist das Kabel des Homebuttons gewesen. So, jetzt machen wir mal ganz kurz hier ein bisschen sauber. Alles kleine Glassplitter. So, als nächstes versuchen wir, zack, das Ganze ein bisschen abzutrennen. So, denn jetzt haben wir noch mal ein bisschen Wärme drauf. Das Display des jetzigen ist noch hinten dran geklebt. Sprich, wir haben in der Fläche, wenn es jetzt gleich so vorkommt, haben wir nochmal Kleber. Und dieser hält natürlich das Display ordentlich aus. Insofern null Chance, da sagen zu können, okay, machen wir das Display einfach ab. Neue. So, wir probieren das jetzt nochmal. Gehen direkt mit einem anderen Schaber. Ich nehme jetzt mal den. Gehen wir jetzt direkt hier lang. Und dürften aber eigentlich mit leichtem Druck, man sieht es direkt. Zack. 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 So, und gleich kommt was zum Vorschein. So, erst einmal, das machen wir jetzt erstmal kurz ab. Einmal das. So. Und zwar, ja, wie es erhofft war. Machen wir ja kurz sauber. So, wie es erhofft war, wir haben, hier ist dann der Steckplatz des Displays, wir haben einmal, zweimal, dreimal diese Einheiten, die Klebeeinheiten sozusagen, die wir dann mit einem doppelseitigen Klebeband befestigen, die haben wir, die das Display wirklich halten und die müssen oder müssten extremst erhitzt werden, aber die dünne hier des Displays ist so dünn, keine Chance. So, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen den Kreuzschrauber. Nutzen den und machen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Schrauben weg. Ich hoffe, wir haben jetzt alle erzählt.
jetzt erstmal lose. Und dann versuchen wir, das Magnet diese rauszuziehen. Die erste geht schon raus. Das Metal-Cover hier brauchen wir dann nicht mehr zu säubern. Dafür gibt es das neue. So, jetzt probieren wir mal Folgendes. Wenn wir das geht oder es geht nicht. Es geht nicht. Probieren wir das so. Geht auch nicht. So. Machen wir das so. Die Schrauben sollten schon im neuen Cover ihren weiteren Steckplatz erhalten. Daher dauert das jetzt ein Stück. So, dann können wir ganz leicht anfangs hier etwas zur Seite biegen und gegebenenfalls auch oben, genau, das funktioniert. So, nehmen dann trotzdem ein Hilfsmittel. Zack, zack, genau, das funktioniert alles soweit. So, vorsichtig auch beim Anheben. So, zwischendurch als Hilfsmittel können wir haben in den Bereichen hier unten einmal, zweimal und hier unten jeweils, ja, Klacker nenne ich es jetzt mal. Die drücken wir einfach mal ein Stück zur Seite, sodass wir dann richtig rankommen. Hier funktioniert das jetzt nicht ganz so. Zack, zack. Genau. Die biegen wir einfach ein bisschen zur Seite, sodass Jack wir das Ganze etwas besser rausbekommen. Das Ganze von oben nach unten, weil hier unten haben wir ja wie gesagt das den Ladeport. Jack, so, jetzt haben wir es schon raus. Das ist dieser. Und wenn wir das so betrachten, nehmen wir den neuen Ebola. So, das nehmen wir kurz zur Seite. Und sehen, ist schon angebracht, wird gelöst, ist schon angebracht, ist also dann hier für den Powerbutton. So, als nächstes die Einheit für 3,5 Klingenbuchse ist auch vorhanden. Der Bereich für Lautsprecher ist vorhanden. Dieser Teil für die Kamera können wir dann abmachen. Und dieser Teil laut leise ist auch vorhanden. Ist also alles da. Wir könnten jetzt noch, müssen wir aber nicht, hier und hier die Indikatoren, aber wie gesagt, müssen wir nicht, können wir rausnehmen, wechseln, ist rein, sollte doch mal das Gerät mit Flüssigkeit in Verbindung kommen. Sind diese entscheidend. Wir sehen es aber dann auch schon hier. Und zwar, wir haben hier in dem Bereich nichts, in dem Bereich haben wir was. Und zwar was Rotes. Wir sehen das hier. Also in dem Fall hätte das Gerät leichte Berührung mit Wasser. So war die Platine drin. Das heißt also in dem Bereich
wenn da was wäre. Sieht aber nicht danach aus. So. Das können wir alles so lassen. Wir brauchen nichts zu verändern. Wir lassen das auch alles so. Das ganze System. Wir müssen höchstens hier unten aufpassen, dass die Softkeys an ihrem Platz sind. Wir lassen das Ganze so und sagen, außer einmal Kleber ab. Nochmals Kleber ab. In dem Bereich. Zack. So. Genau. Eine Heizungsplatte. Und sagen uns, das kann jetzt so rein, wie es jetzt hier ist. Wir schauen nochmal, dass auch alles vorhanden ist. Das sieht so danach aus. Setzen es von unten USB-Port rein, nach oben. Drücken ein wenig drauf und voilà, es ist schon drin. Und siehe da, neues Mittelcover. Das alte können wir aufheben. Aufgrund von Ersatzteilen müssen wir nicht. So, jetzt nehmen wir unsere ganzen Schrauben wieder zur Hand. Diesmal funktioniert das mit der Magnetisierung. Check, wir machen es auch mal anders. Wir nehmen unseren beiliegenden kleinen Kreuzer und versuchen die Schrauben anzuhaften, reinzusetzen. Dann setzen wir erstmal das Display an, ob dieses auch funktioniert. Die Schrauben sind so angelegt, dass jede wieder seinen Platz erhält. Ist eine reine Sicherheit, nicht dass man dann Schrauben eventuell doch hat, die verschieden groß sind und man die dann doch wo einfügt und sich sagt, war das jetzt die richtige oder nicht. Deshalb reine Sicherheit. So, wenn wir dann den doppelseitigen Kleber auf diesen Bereich hier drauf kleben, seid wie gesagt vorsichtig, probiert erst, ob das Display auch funktioniert, die ganzen Punkte, wie hier alles richtig verklebt ist, eine kleine Unebenheit und wir haben ein Problem. So, wir machen hier mal die Schutzfolie ab, langsam. So, wir stecken das um. Wenn, wie gesagt, hier in dem Bereich das zu oft gebogen ist, kann es sein, dass dann irgendwann die Funktion nicht mehr besteht. Wir stecken das mal kurz an. Hier auch vorsichtig machen. Nicht zu sehr, wenn es nicht geht. Drehen das Ganze mal um. Akku rein. Dürfte mittlerweile von der Beheizung weg sein. Er vibriert. Et voilà. Er zeigt was an, gutes Zeichen schon mal. Wir testen es ganz kurz. Macht euch also keine Hoffnung, wenn ihr doch ein Display, einen Touchscreen-Schaden habt, so rum, weil Display-Schaden war es ja nicht, es hat ja noch was angezeigt. Wenn ihr einen Touchschaden habt, in dem Sinne. Und ihr wollt die Hoffnung machen, oh Mensch, kann ich ja noch irgendwie anderweitig gebrauchen. Es wird wahrscheinlich doch nicht funktionieren. Wir sehen, Telefonfunktion. Alles wirklich mehrfach mal probieren. So, das haben wir schon mal. Logischerweise, warum funktioniert das nicht? Richtig. Der Bereich dessen hier
Hier kommt was rein. Home Buttons kann noch nicht funktionieren. Der steckt noch nicht. Deshalb auch hier Home Button geht noch nicht. Wir gehen also hier ganz normal zurück. So, wir heben das Ganze ein Stück an. Vorsichtig. Licht geht an. Warum? Weil ganz einfach. Vielleicht haben wir doch sogar das Klick. Ne, wir haben das nicht. Ist aber nicht so schlimm. Check. Check. Wir können das Ganze wieder hochschieben. Zwei-Fingersystem. Funktioniert. So. Wir können alles, wie gesagt, probieren und machen. Aber unten der Bereich hier. Home-Button und Soft-Keys. Vielleicht funktionieren sie ja doch mit viel Glück. Aber sie müssen wirklich angesteckt sein, dass das funktioniert. So. Wir machen das Ganze mal wieder aus. Check. Ausschalten. Fertig. So. Lassen es noch ausmachen. So. Langsam anheben. Vorsicht. So. Machen das Ganze wieder ab. Dafür könnt ihr nutzen, wie hier so ein Gerät oder aber was ganz dünnes. Das muss lediglich abgeklemmt werden. Check. So, das funktioniert also schon einmal. So, jetzt damit wir gleich alles soweit richtig machen. Wir können Doppelseitiges benutzen, müssen das nicht. Wir machen es aber trotzdem. Das ist noch leicht klebend, damit es aber richtig haftet. Nutzen wir doch mal die Gelegenheit. Das Klebeband muss in dem Sinne nicht gerade sein. Es sei denn, ich finde meine große Schere. Finde ich auch. So, wir machen jetzt mal Folgendes. Nicht zu große Streifen, sondern kleine reichen da auch. Doppelseitig ist doppelseitig. So, setzen das einfach in diversen Positionen an. Ich sage mal jetzt hier daneben. Nicht voll zukleistern, aber eben, es soll ja alles halten. Deshalb wird an diversen Positionen was ran gemacht, dass das wirklich auch seinen Halt hat. So, wir machen noch hier drinnen. So, in dem Bereich dann hier an der Seite, zack, kommt ja das schwarze Band hin und so wie ich das sehe, ich kann mich natürlich auch irren, dass hier kleiner ist als wie hier oben. Ist aber egal, Kleber steckt am Display an der Seite mit dran. Da brauchen wir dann nicht groß rumzufummeln. So. Soll alles richtig halten. Wir machen jetzt noch hier quer einen ran. Check. So, zwischendurch mit aufpassen. Der Bereich kommt ja hier hin, insofern hier gar nichts hinmachen. Wir haben das jetzt hier in etwa. Wir gehen jetzt bis hier hin, wo die roten enden. Und hier unten haben wir hier einen. Gegebenenfalls könnten wir noch, wobei ich jetzt gerade sehe, der eine muss ein Stück ab. Denn wir müssen, wir machen den jetzt mal ein Stück ab hier. Machen hier den Kleber ein wenig weg. Warum? Zeige ich gleich. Zack, machen wir ein wenig ab, denn wir müssen doppelseitig ist doppelseitig, klebt gut. Wir müssen hier in die Lasche rein, da das Flexband durch muss. Sonst können wir den Homebutton nicht mehr nutzen. So, haben wir jetzt alles. Hier drüben machen wir noch eine Einheit dran. Soll ja alles relativ gut halten. Und bisher keine Probleme damit gehabt. Den machen wir jetzt noch hier mit dran, wenn er den hält. Check. So, die können wir schon mal abmachen.
So, wir dürfen jetzt alles haben. Zur kleinen Sicherheit. Machen wir noch ein weiteres ran. Damit es auch alles seinen schönen Halt hat. Wir gehen dazu hier ran. Und hier hin. Beim Anbringen solltet ihr ordentlich Geduld mitbringen. So, hier unten das nochmal. Ich zeige das extra nochmal. Hier unten die beiden Softkeys. Wirklich schauen, dass die an ihrer wirklichen Position hängen. Gegebenenfalls, ich halte es jetzt so und schaue jetzt hier so runter und kann sehen, dass das einigermaßen gerade abläuft. Wird zwar dann logischerweise, wenn das Display richtig dran hängt, mit runtergedrückt, aber das muss wirklich seine Position besitzen. Wir haben extra noch in dem Bereich, da eine Lasche, hier drüben eine, dürfte so sein. Die ist aber das Wichtigste, diese Lasche und diese hier. Ihr habt da kleine Löcher drin in diesen Softkey-Tasten. Das muss da drin hängen. Und auch der Platz muss richtig dafür passen. So. Kleber haben wir genug drin, das durfte passen. Der restliche seitliche Kleber muss nicht ausgesetzt werden. Wir schauen jetzt nochmal, dass wir wirklich sämtliche Glasteile vom Vorkleber nicht irgendwie noch mit wo drin haben. Alles muss dann auch da sein. Das Gitter hier. Zack, dieses Gitter muss auch da sein. Sensor, Frontkamera. Der ganze Teil hier muss alles sauber sein. So. Hier könnten wir jetzt nochmal klicken, ob der Home-Button auch funktioniert. Ansonsten müsste der mit gewechselt werden. So. Um das Ganze zu machen, tun wir hier einfach mal den Akku raus. So, und dann auf gute Glück machen wir jetzt Folgendes. Und zwar. Das gute Stück tun wir ganz vorsichtig abmachen. Ganz vorsichtig. Gegebenenfalls die Lasche, sage ich mir, die lasse ich jetzt mal dran. Diese hier. Mache ich dann gegebenenfalls ab. Wobei, wahrscheinlich eine Klebelasche. Ich mache sie doch mal ab. Sicher ist sicher. Wobei, ich sehe jetzt gerade, wenn man das sieht, der Bereich, der ganz große, hat einen Kleber dran. Wir lassen das mal dran. Grund der ganzen Sache ist, wenn wir das jetzt gleich durchziehen durch die Lasche, haben wir die Möglichkeit, wir fummeln nicht so sehr rum. Sondern könnt es gleich durch diese Lasche hier durchziehen. So, dann haben wir, werden wir gleich sehen, check. Wir haben hier das grüne Band, check. Das ziehen wir ab, check. Check. Und zu guter Letzt, ganz wichtig, und dann wirklich sachte immer, sobald ich jetzt das Band hier abmache, darf dieses mit dem nicht mehr in Berührung kommen. Wir haben jetzt hier nur eine Lasche, tschack, die ziehen wir ab und dann wirklich ganz aufpassen, wird jetzt sogar hier unten alles abgezogen, tschack, ganz sachte jetzt machen, wenn wir jetzt alles abhaben, gar nicht mehr aus den Augen lassen, so. Die Bereiche sind alle, wie gesagt, zack, das ist alles geklebt. So, und jetzt wirklich große Achtung geben. Gegebenenfalls, ich habe jetzt, zeige ich euch gleich, zack, habe ich hier einen Sauger. Gegebenenfalls festsaugen am Display, nicht zu stark. So, dann haben wir das hier wunderbar in der Hand. Müssen wir aber nicht. So.
Höchste Konzentration jetzt hier. Ich versuche jetzt hier den Bereich, den Teil, versuche ich jetzt, also der Teil hier, versuche ich jetzt in die Lasche reinzubekommen. Zack, funktioniert. Ziehen wir durch. Klappt auch. Achtung, dass es nicht gleich unten ansetzt und festlebt. Aber wir machen mal Folgendes. Sicher ist sicher. Wir drehen das Ganze um, denn das Display muss ja auch angesteckt werden. Chuck steckt fest. Und jetzt müsst ihr aufpassen. Also unten steckt es fest. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir das Teil hier unten reinbekommen. Insofern halten wir das alles mal fest. Ich lasse es mal dran. So. Wir stecken das jetzt hier unten rein. Stecken es ganz langsam durch. Mit kleinem Hilfsmittel eventuell nachhelfen, dass es durchgeht. Ziehen das hinten raus. Nicht zu viel. Gegebenenfalls sogar halten wir das alles fest. Drehen es um. Stecken es gegebenenfalls zur Sicherheit an. Es darf nicht zu sehr gezogen werden. Wenn es denn funktioniert. Wir lassen mal dieses Hilfsklebeband dran. So. Wir machen das jetzt folgendermaßen, wir machen das jetzt hier unten fest. Zack. Ganz sachte. So, wir haben es jetzt hier unten schon drin. Versuchen jetzt. Man sieht es jetzt noch, es ist noch nicht ganz drin, auch perfekt so. Wir versuchen den Kontakt anzustecken. Eine kleine Friemelarbeit jetzt. Tschack, jetzt steckt er. So, wir lassen es noch dran. Machen das rum. Tun es ganz sachte anhaften. Achtung, hier oben das Gitter vom Mikro bzw. vom Lautsprecher so rum. Langsam nach oben anheften, klacken, nicht zu derb. Ganz langsam anheften. Das muss, wie man es hier jetzt vielleicht sehen kann, ich halte es mal weit hoch. Zack, das muss eine ganz gerade Linie sein. Und keine Gewalt, wenn es nicht geht. Keine. Das hier oben ist sausensibel. Ich hatte es bei einem Gerät gehabt. Da habe ich keine Gerade gehabt. Wenn man hier drüber greift, alles gerade und man dann das Problem, es ist geplatzt. Funktionierte zwar noch, ergab aber kein super Bild. So, den Sager machen wir ab. Brauchen wir nicht mehr. Die Folie lassen wir dran, rein zur Sicherheit, dass es einfach schön aussieht. Hier hinten, den ziehen wir langsam ab. Das Kabel klebt und steckt fest. Da kann also nichts mehr schief gehen. So, zwischendurch immer wieder mal leicht anhaften. Es ist also wie gesagt ein Kleber ab Werk, will ich meinen. Also der klebt so stark. Da kann man wirklich sagen, sehr gut. Die Abdeckung kommt dahin, wo sie hingehört. So, wir nehmen unseren dünnen,
Die Schraube kommt rein. Und die zwei unteren stecken wir noch mit rein. So, und damit wir sehen, ob wir alles korrekt auch gemacht haben. Jetzt müssen wir checken, was ist jetzt hier los? Ist die dünner dicker? Oder steckt was drin? Muss wirklich weich reingehen bis zum Schluss. So, jetzt haben wir's. So, schon haben wir's. Wir nutzen den Akku. Stecken diesen an. Klack, klack. So. Home Button klackt. Es vibriert. Geht an. Und jetzt prüfen wir noch, ob der Rest auch funktioniert. Wir gehen aber mal. Zack. Wir gehen hier mal wundervoll lang. Zwischenhinweis. Wir können also wirklich von oben nach unten lang gehen. Jeder Teil funktioniert. Reiner Test. Und leuchtet, funktioniert. Zack. Sehr gut. Ein Fingersystem, zwei Finger. Natürlich, dieses Zwei-Fingersystem müssen wir nicht mit zwei machen. Wir haben hier oben eine wundervolle Leiste, wo wir das selber machen können. So, zack. Zack. Und wir machen mal den LCD-Test. Wie funktioniert er? Telefon, Sternraute 0, Sternraute. Kommen das in diesen Bereich, durften keiner kennen, zack, red, grün, blue, funktioniert, touch machen wir jetzt nicht, wir machen aber immer doch, reine Sicherheit, wir müssen ja nur die Linien treffen, wir spielen ein wenig rum, aber wir sehen, es funktioniert alles. Wir haben jetzt hier kleine Blasen, deshalb macht sich das etwas schwergängig. Die sieht man jetzt hier schlecht. Wir spielen ein wenig rum. Und wenn wir die Blasen haben, ist es nicht ganz so wundervoll. Aber es funktioniert alles. Wenn wir das sehen, wir sehen es nicht, ich zeige es gleich. Funktioniert auch. So, haben wir eigentlich alles. Der Receiver, ob das auch funktioniert. So, Dimming. So, und schon sind wir fertig. Da haben wir alles. Es funktioniert auch alles. Wir können jetzt hier in den Nachrichten reingehen.
Empfänger nicht, aber wir wollen eine Nachricht schreiben. Und siehe da, funktioniert auch alles wunderbar. Tak, tak, feuer. So, haben wir schon alles. So, was hatten wir jetzt noch gerade? Ach so, die Blasen. Jetzt sehen wir's. Hier sind die Blasen. Und diese können doch ein wenig die Funktion leicht beeinträchtigen, zumindest was den Touch angeht. Die Folie bleibt aber drauf, rein als Sicherheit erstmal. Mit der Display-Schutzfolie ist immer so eine Sache. Die sollte man ja insofern anbringen, Display ordentlich sauber machen und dann Schutzfolie so ab und dann abziehen, dass der Staub nicht da dahinter steckt. So, haben wir es geschafft. Wieder ein voll funktionsfähiges Gerät mit sauberem Display. Cover, wie man sieht, ohne Beschädigungen, sogar noch mit Folien dran. Besser geht's nicht. So, zum Schluss, wenn euch selber was passiert und ihr sagt, aber der hat es aber doch genauso gemacht, ich übernehme da nichts, müsst ihr also selber sehen. Seid vorsichtig, vor allen Dingen denkt immer dran, bei kleinen Dingen wie den Flexbändern vorsichtig umgehen. Homebutton, Flexband, lasst dieses Schutzteil, ich zeige es extra nochmal, lasst dieses Teil hier, das hat ja hinten auf dieser Fläche hier, genau da, komm schon, ja. Genau da ein Kleber dran. Lasst das dran, ist eine kleine Hilfestellung, damit ihr das hier in dem Bereich ziehen könnt. Also ihr könnt es dann hier anfassen und rausziehen. Nicht zu weit. Dann gegebenenfalls gleich anstecken, dass ihr da die Sicherheit habt. Die doppelseitigen Klebebänder logischerweise halten jetzt direkt das Display. Das ist also schön alles reingedrückt. Die Seitenkleber halten auch wunderbar. Ja, besser geht's nicht. So, ich sag mal viel Spaß beim Nachmachen, habt aber Geduld, etwas Nervensache, nehmt euch diese 30 bis ja, 45 Minuten Zeit, schön in Ruhe, dann funktioniert das Ganze auch. In dem Sinne.